Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Ankündigungsvideo zur Roadmap, die heute erschienen ist. Und zwar wurde die neue deutsche bzw. deutsch-österreichische Strecke verkündet. Wir haben die Strecke Rosenheim hier links zu sehen, Salzburg hier rechts zu sehen. Heißt also deutschland-österreichische Strecke von Rosenheim nach Salzburg und das Ganze hier mit der Baureihe 111 und Dostos. Ihr seht es da oben rechts. My favorite train, DB BR 111. Hammer. Ich freue mich sehr. Das ist kein ausführliches Video zur heutigen Roadmap. Ich habe das ganze Video mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, ein bisschen vorab aufgenommen, weil aus zeitlichen Gründen es nicht anders ging. Aber ein großes Video zur Roadmap wird auch noch kommen. Aber so viel erstmal dazu, zu dieser Strecke Rosenheim-Salzburg, Baureihe 111 in Verkehrsrot mit Dostos. Das ist die nächste deutsche bzw. deutsch-österreichische Strecke, die wir bekommen werden. Und ich freue mich wie ein kleines Kind. Baureihe 111 endlich im TSW. Eine Lok, die sich, glaube ich, sehr, sehr viele über eine sehr lange Zeit hinweg gewünscht haben. Die unwahrscheinlich viele Einsatzmöglichkeiten in anderen Strecken auch noch hat. Also, wenn man schon alleine denkt an den RE4 auf Wuppertal-Hagen beispielsweise oder auch auf ganz vielen anderen Strecken. Baureihe 111 auch auf München-Augsburg definitiv zu sehen. Ganz, ganz viele Möglichkeiten, die wir da haben, und ich freue mich sehr. Baureihe 111, die wir bekommen werden mit den Dostos. Das sind die Dostos, die wir bereits kennen. Und ich denke mal, der Steuerwagen, der dann hinten dran ist. Wie gesagt, das Video ist vorab aufgenommen. Den ganzen Roadmap-Artikel kenne ich noch nicht, sondern nur hier diesen kleinen Teaser hier. Vermutlich steht in dem Artikel noch ein bisschen mehr dazu, aber so viel erstmal hierzu. Wir kriegen die altbekannten Dostos, die wir schon haben. Ich finde, das ist vollkommen okay. Dafür, dass wir eine neue Lok bekommen, die Baureihe 111 bekommen, ist das meines Erachtens vollkommen in Ordnung, dass wir jetzt keine neuen Dostos bekommen haben. Muss man auch nicht. Und ich finde halt eben diese Dostos, die wir hier haben, das passt ja auch hervorragend zur Baureihe 111. Also meines Erachtens voll in Ordnung. Wäre natürlich cool gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. Wir haben jetzt eine neue Lok und ich finde, das ist ehrlicherweise schon eine sehr, sehr coole Sache. Ja, noch ein bisschen was dazu. Wir hatten schon mal eine Baureihe 111 geleakt bekommen, mehr oder weniger. Das war aber eigentlich eine Mod, an der mein guter Freund der Fubian gearbeitet hat. Mittlerweile vermutlich nicht mehr. Aber wir können uns hier nochmal die Screenshots angucken von damals. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht von DTG oder so, sondern das ist damals diese Baureihe 111 Mod, die mal so kurzzeitig angeteasert wurde. Einfach nur, um sich besser vorzustellen, wie das aussehen wird, die 111 im TSW. Ne? Also auch jede Menge Möglichkeiten, was so die Liveries angeht. Hier in diesem DB Systemtechnik oder Bahnbau, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. In dieser gelben Lackierung, Rail Adventure, natürlich Verkehrsrot und so weiter und so fort. Also da gibt es ja jede Menge verschiedene Möglichkeiten. Und auch hier an dem ICE ankuppeln und den abschleppen, das ist auch ein interessantes Szenario. Aber wie gesagt, das hier sind die Teaser, die nicht offiziell sind, sondern die Bilder zeige ich euch jetzt gerade einfach nur nochmal, um praktisch euch besser zeigen zu können oder damit ihr euch es besser vorstellen könnt, wie die 111 im TSW dann später aussehen wird. Hier mit diesen altbekannten Bildern, die halt eben nicht von DTG sind, sondern vom Modder Fubian. Kurz zur Strecke Rosenheim, Salzburg, ihr seht es hier bei openrailwaymap.org, Rosenheim hier links, wo meine Maus ist, der könnt ihr mal hier folgen. Und dann geht das Ganze hier, ich stelle mal hier auf Höchstgeschwindigkeit um, dann ist das ein bisschen übersichtlicher. Dann geht es hier 140, 110, 130, also schon auf jeden Fall höhere Geschwindigkeiten. Geht es hier so weiter lang. Hier, das müsste, glaube ich, Traunstein sein. Mit 100 km/h, 130, 110, 160, Freilassing. Hier kommt dann die Grenze zu Österreich. Und dann haben wir hier vorne Salzburg. Da werden wir uns hier nochmal die Infrastruktur angucken. Also, wir fahren über Bad Endorf in Oberbayern, Prien am Chiemsee. Das wird vermutlich sehr, sehr schön aussehen. Übersee, Teisendorf, Freilassing, Salzburg. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Das wird im TSV, glaube ich, sicherlich sehr, sehr gut aussehen. Zu den Sicherungssystemen können wir jetzt auch nochmal angucken. Haben wir PZB, also kein LZB, kein ECTS oder sonst was. Ja, PZB auf der gesamten Strecke hinweg. Was aber nicht überrascht. Und natürlich ganz klar Elektrifizierung 15 kV, 16,7 Hertz auf der gesamten Strecke. Ist natürlich auch klar, dass sie komplett elektrifiziert ist. Immerhin kriegen wir auch eine Elektrolok. Ja, ne? Und hier auch hier im Standard-Tarif
1435 mm. Das ist auch keine Überraschung. Aber genau, das ist die Strecke. Die Strecke gibt es tatsächlich schon bereits im Train Simulator. Sehen wir mal hier auf Steam. Von RSSLO gebaut. Ist jetzt, glaube ich, nicht die schönste Strecke auf der ganzen Welt in dieser Fassung im Train Simulator. Aber auf jeden Fall kann man die sich da vielleicht schon vorher mal angucken. Und da gibt es noch ein paar ganz interessante Infos. Und zwar 88 Kilometer von Salzburg nach Rosenheim. 13 Bahnhöfe entlang der Strecke. Wir haben eine Mischung aus Intercity- und Nahverkehrszügen sowie Güterzügen. Und das andere ist jetzt gerade hier irrelevant, weil das ja nur der Train Simulator ist und nicht der TSW. Aber wir sehen, wir haben einige Möglichkeiten, was den Güterverkehr angeht. Hier ist beispielsweise auch eine 151 mit dabei. Also wer weiß, die Strecke bietet also auf jeden Fall die ein oder anderen guten Möglichkeiten auch noch für Lok-DLCs. Aber ja, genau, hier der Teaser nochmal. Baureihe 111 im TSW. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das findet, und was ihr über die Strecke sagt. Und ich bin ganz, ganz gespannt auf eure Nachrichten. Und wir hören uns sicherlich beim nächsten Mal wieder. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.